Bisschen knapp bei Kasse, PSN-Guthaben ist irgendwie nicht mehr da, man will irgendwas Geiles haben. Einfach auf ineva.com gehen, Leute. Ihr findet PlayStation-Guthaben für Deutschland für einen super Preis. Nutzt einfach den Code Chappy, ihr bekommt 3% auf eure Bestellung dazu, 1 Euro bei der ersten Anmeldung und spart euch den Arsch ab. Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Video über Video, Content über Content, Diskussion über Pay-to-Win-Waffen, über die Probleme von Modern Warfare, über die coolen Sachen. Und ich bin wirklich, ich versuche seit 2 Tagen den Multiplayer für euch zu spielen. Und ich muss euch wirklich sagen, ich habe eine harte Zeit. Aber ich werde ihn weiterhin etwas spielen. Ich werde mich sozusagen zwingen, so dass ich den Content machen kann und ihr trotzdem vielleicht noch was Schönes nebenbei sehen könnt, was aktuell ist und vielleicht auch mal ein bisschen was mit dem Spiel direkt zu tun hat, was ich selber spiele. Es ist eine schwierige Zeit, Leute. Ich halte durch für euch. Es ist nicht einfach für mich. Da sind so viele Sachen, die nicht passen, aber ich werde nicht Reverse boosten und mich hier 4 Stunden hinsetzen und mich töten, damit ich dann schön 3 Runden habe. Das wird nicht passieren. Mein Gesicht seht ihr gleich nicht mehr. Ich habe alle News für die neue Season, die jetzt in den nächsten Minuten eigentlich kommen müsste, wenn ihr dieses Video seht oder jetzt gerade gekommen ist. Ich habe das Ganze jetzt Dienstagabend aufgenommen. Mittwoch soll ab 8 oder 9 oder 7 irgendwie sowas die neue Season kommen. Da sind ein paar coole Sachen bei und ich werde sie euch zeigen. Das hier kommt jetzt aber erstmal weg, damit ihr auch alles seht, was dabei ist. Zusätzlich zu dem neuen Trailer von Modern Warfare für die 3. Season haben wir auch eine neue Roadmap bekommen. Die werde ich euch am Ende des Videos auch noch zeigen, auf die Sachen eingehen. Der größte Faktor für die meisten von uns, gerade für mich, der jetzt auch Warzone eigentlich mag, wir haben endlich Squads. Das kann man aus dem Video ganz klar sehen. Duos soll angeblich demnächst auch noch kommen. Ich warte drauf, ich bin gespannt. Wir haben neue Skins und neue Operator mit drin. Unter anderem Alex aus der Kampagne ist da mit 1, 2 ganz coolen Skins und ich freue mich riesig, dass wir ihn spielen können. Ebenfalls haben wir noch ein paar neue Skins, die wir jetzt hier gerade sehen könnten. Die Squads in Warzone sind etwas, was seit Wochen gefordert wird, genauso wie die Duos. Wir bekommen in Warzone auch endlich, und das ist eine kleine Sache, aber für mich relativ wichtig gewesen, um ehrlich zu sagen, wir bekommen Autos, die verschiedene Farben haben. Ich kann diese Eintönigkeit von Autos, das ist kein großes Thema, aber ich mag das einfach nicht. Ebenfalls bekommen wir neue Waffen dazu. Unter anderem sieht es für mich aus wie eine Beretta. Wenn wir die richtigen Aufsätze dafür bekommen, und ich habe gelesen, dass es angeblich tatsächlich so sein soll, können wir aus dieser Beretta eine 3-Schuss-Burst-Waffe machen. Das ist wirklich sehr, sehr cool. Die heißt hier Rinetti in diesem Game. In Wirklichkeit, jemand, der sich mit Waffen auskennt, kann sich auch ein Google-Bild mal angucken. Sieht sehr, sehr aus wie eine Beretta, finde ich. Finde ich sehr, sehr cool. Ist so eine Waffe, die viele Polizeieinheiten auf der Welt auch tatsächlich haben. Pistolen sind jetzt in Games immer nicht so der Hammer, meiner Meinung nach. Außer vielleicht die Cap 45 damals in Black Ops 4. Aber insgesamt auf jeden Fall sehr, sehr cool, dass nochmal da ein bisschen was dazukommt. Vor allen Dingen, es ist ja freier Content. Ebenfalls haben wir eine Art DMR-Gewehr. Wir kriegen die, ja, je nachdem wie schnell sie nachher schießt, die neueste Variante der EBR-14. DMRs sind, ja, Marksman Rifles sind ganz cool, gab es damals in Ghost schon, da waren sie auch ganz cool. Sind oftmals nicht die stärksten Waffen, aber wir werden jetzt im Game nach dem Release morgen sehen, wie stark die Waffe wirklich ist. Ich hoffe nicht, dass wir eine neue M4 bekommen, eine davon reicht deutlich, denn jetzt nach 2 Tagen zocken habe ich leider feststellen müssen, in den Lobbys, in denen ich spiele, gibt es keine Spieler ohne die M4. Wir bekommen, glaube ich, 3 oder 4 neue Maps. Backlot ist dabei. Ich glaube, viele von euch kennen das. Wir kriegen eine ganz, ganz neue Map. Das ist die, die hier eben gezeigt war. Ich weiß gar nicht, nach was die aufgebaut ist. Sieht wirklich nicht wie ein Remake aus einem anderen MW aus. Ihr habt es mit Sicherheit mitbekommen. Zusätzlich zu Iskra bekommen wir auch noch Ronin als neuen Charakter bzw. Operator für Modern Warfare. Zur altbekannten Hardhead Map bekommen wir auch eine neue Map, die Nine Isle heißt. Es sieht aus, als wenn das aus dem Atlas Superstore wäre. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie für die Gunfight Map hier einfach einen Teil davon rausschneiden und sagen, den Rest könnt ihr haben. Wir bekommen ein neues LMG. Es sieht ein bisschen aus wie die M249. Das kann eine 240 sein. Ich habe kurz an die SAW gedacht. Ich bin mir nicht sicher, wenn jemand von euch sich sicher ist, kann es gerne in die Kommentare schreiben. Hier steht aber noch Classified, das heißt, es wird wohl noch ein bisschen dauern, bis die dazukommt. Wir bekommen neue Gunsmith-Möglichkeiten. Ich vermute, dass wir endlich bei Blueprint-Varianten von den Multiplayer-Waffen einzelne Aufsätze rausnehmen können, woanders raufsetzen können. Das würde diesem ganzen Gunsmith nochmal ein bisschen mehr Kick geben und ein bisschen mehr Fun und vielleicht nochmal ein bisschen mehr dahin driften, was Modern Warfare sowieso abgezielt
gespielt hat, dass jeder seine Waffen ganz, ganz einzigartig so herstellen kann, wie er es möchte. Wir bekommen zusätzlich zwei neue Modis, mit denen ich leider von der Beschreibung nicht viel anfangen kann. Ich nenne sie euch trotzdem. Das erste ist eine Art recyceltes Gun Game. Gun Game ist ja bei vielen von euch ein großer Favoritentitel. Ich bin mir nicht sicher, was an dem Modus jetzt neu ist. Das wird man erst sehen, wenn es da ist. Und es ist auch schwierig, da zu rätseln, weil die natürlich mit kleinsten Änderungen das ganze Gameplay von Gun Game ändern können. Ebenfalls bekommen wir eine neue Variante von Infected, und zwar als Ground War Modus. Stelle ich mir ziemlich chaotisch vor, nachher mit 50 oder 60 oder 30 Leuten schon. Das Ganze wird als Reinfected hier erklärt. Das heißt, ich glaube, da haben sich so ein bisschen was einfallen lassen, was das Ganze wirklich ein bisschen witziger machen kann. Eins der größten Punkte definitiv für uns Leute, die Squads, das heißt zu viert in Warzone. Und ich gehe davon aus, dass ab morgen, ab 8, 9 Uhr, sobald das Update da ist, wir definitiv sofort mit den Squads spielen können. Und die nächste Stufe bei dem Ganzen wird dann im Prinzip auch nur noch sein, dass wir die Duos und die Solos in Warzone dazu bekommen. Ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen mit Informationen füttern. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was dazugelernt. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr von den neuen Maps und den neuen Waffen haltet. Mein persönlicher Favorit ist tatsächlich einfach Hardhead, weil das so ein bisschen Nostalgie bei mir weckt. Lasst gerne ein Like da. Ich bin raus für heute. Haut rein.